Auf dem Weg zur Moorbahn haben wir noch etwas Zeit. Wir fahren kurz bei der Schwebefähre bei Osten vorbei. Leider wird die erst etwas später in Betrieb genommen. In Deutschland gibt es in Rendsburg noch eine Schwebefähre. Als ich hier den Film bearbeite, ist sie aber außer Betrieb wegen eines Unfalls. Am Wegesrand entdecken wir noch ein Zementmuseum, was es nicht alles gibt. Es handelt sich um ein Moor-Informationszentrum. Die Bahn dient dazu, das Moor zu erklären. An der Strecke gibt es verschiedene Haltepunkte. Hier erfährt man was über Pflanzen, Vögel und sonstige Tiere. Wir fahren hier mit dem ganz normalen Zug. Alle Fahrkarten für diesen Tag sind weg. Man sieht, Moor ist nicht gleich Moor. Das ist der nördlichste Landkreis in unserem Ahlenmoor. Das ist das größte noch zusammenhängende Hochmoorgebiet in diesem Landkreis. Der Teil der größten Aufdehnung erstreckt sich über eine Fläche von ca. 40 Quadratkilometern. Das sind 4000 Hektar. Wir haben. Gehen wir weiter. Aber wenn wir haben noch die 3 gezählt, dann sind die 15 da hochgesprungen, die anderen nicht. Und dann merkt man schon, thank you.
Fahraufnahmen sind bei dieser Bahn fast unmöglich, aber wir haben viel gelernt. Die Tour hinter uns wurde nach 5 Minuten abgebrochen, da es einfach zu doll geregnet hat. Am nächsten Tag fahren wir zum Tister Bauernmoor. Hier fährt die Moorbahn Burg Sittensen. Wir bekommen hier einen Sonderzug. Davor dürfen wir uns die Werkstatt ansehen. Man ist hier ganz stolz, dass man sämtliche Arbeiten an Lokomotiven und Waggons selber durchführen kann. Dieses Fahrzeug hat man zum Spaß gebaut. Wer hier arbeitet, soll auch ein bisschen Freude haben. Die Steuerung stammt von einem behinderten Fahrzeug. So. Hier mal jemand mitfahren. Glaub ich. Ja, man braucht letztens 2 Namen und dann geht er los. Ich habe die mal so konstruiert, dass meine Enkeltochter mit 3 damit fahren konnte. Was willst du jetzt damit sagen? Jeder Idiot kann die fahren, du auch. Ich auch, na mal ja. Nein, das ist kein Idiot, aber es soll narrensicher sein. Die soll von alleine bremsen, die soll von alleine fahren und soll keine Probleme machen. Aha. So, wie würden wir damit anfangen? Ich würde es anmachen? Ja, mach mal an. Hammer? Nur warten einen Moment. Hammer? Und dann nimmst du so ein Stück und fährst los. Dann mal los. Hey, das geht! Ja, da gibt es so im gesamten Verein 2 Meinungen zu, oder mindestens 2 Meinungen. Eine, totales Spielzeug, so ein Quatsch, das Geld hätte man für was anderes ausgeben sollen. Und die anderen sagen, Mensch, das ist geil. Das macht mir doch noch Spaß. Da liegt dann so ein paar Jahre rum und wenn dann die Ratten und Mäuse dabei waren, dann geht das, das alles, alles im Müll. Vor 7 angefangen. Und mit dem 9 hat auch mal eine Motorsäge geholt.
Der sehr freundliche Vereinsvorsitzende erklärt uns auch wieder viel über das Moor. Was ich mir als Städter gar nicht so vorstellen kann, auch hier hat man große Probleme wegen der Trockenheit. Das Moor trocknet aus. Auf einem flachen See gibt es viele Vögel. Viele Zugvögel machen hier Rast, auch Kraniche. Es gibt einen Aussichtsturm, wo man die Gegend beobachten kann. Der Turm, der ist Rollstuhlfahrer gedacht, ne? Ja.